Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Seelisvakantist. Und ich habe heute am 10.05.2012 eine Pressemitteilung veröffentlicht, Strafvereitelung im Amt und Rechtsbeugung bei Staatsanwaltschaft Münster, die Arbeitsweise der BRD-Justiz, Beispiel Kirchenverfolgung. Dann geht es mal wieder um das berüchtigte Gutachten, das der sogenannte Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster gegen mich verfasst hat, oder verbrochen hat besser. Und zwar um den Punkt, über den Vorwurf von Schüller gegen mich, ich sei ein Heretiker. Und zwar schreibt er in dem Gutachten, dass gemäß Kanon 749 CIC die Häresie dann erfüllt ist, wenn man den Text von Vatikan II nicht akzeptiert. Wenn man, und die Lehren von Vatikanum II sind gemäß Kanon 749, Paragraph 2 CIC unfehlbar und Kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glauben. Das schreibt also Schüller und dann auch. Der Angeklagte, ich, bezeichnet die römisch-katholische Kirche beharrlich als V2-Sekte und bringt damit und mit zahlreichen anderen Äußerungen zum Ausdruck, dass er die Kirche als durch die Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils vom Glauben abgefallen betrachtet. Abgesehen davon, dass bei einem Abfallen immer zwei Perspektiven entstehen, die eine unterschiedliche Beantwortung der Frage erlauben, wer von wem abgefallen ist, beharrt der Angeklagte auf einem selbstdefinierten Wahrheitsbegriff, der das Glaubensgut, Depositum Fidei, um die Lehren des Zweiten Vatikanums verkürzt. Mithin ist der Angeklagte Heretiker. Da steht: Ich bin Heretiker. So, also hat Schüller recht? Ist Vatikan II unfehlbar? Natürlich ist das nicht. Also von katholischer Perspektive sowieso nicht. Aber bleiben wir mal innerhalb der Logik von Vatikan II. Also Schüller sagt, gemäß Kanon 749 CIC ist Vatikan II unfehlbar. CIC meint natürlich nicht das katholische Gesetzbuch, also nicht den Codex Juris Canonici der katholischen Kirche, der ist von 1917, sondern das Machwerk, was Wojtyla, also unter dem Spitznamen Johannes Paul II., verbrochen hat. Und zwar von 1983 habe ich hier die lateinisch-deutsche Ausgabe. Und der Paragraph, der Kanon 749 steht hier. Da heißt es: Unfehlbarkeit im Lehramt besitzt auch das Bischofskollegium, wann immer die Bischöfe auf einem ökumenischen Konzil versammelt, ihr Lehramt ausüben, indem sie als Lehrer und Richter über Glaube und Sitte für die ganze Kirche eine Glaubens- oder Sittenlehre definitiv als verpflichtend erklären. Oder wann immer sie über die Welt verstreut unter Wahrung der Gemeinschaft untereinander und mit dem Nachfolger Petri zusammen mit eben dem Papst in authentischer Lehre über Sachen des Glaubens oder der Sitte zu einem und demselben als definitiv verpflichteten Urteil gelangen. Und Paragraph 3 desselben Kanon 749 lautet: Als unfehlbar definiert ist eine Lehre nur anzusehen, wenn dies offensichtlich feststeht. So, das ist also wie gesagt alles V2 intern, das hat jetzt nichts mit der katholischen Kirche zu tun, ist innerhalb dieser V2-Perspektive, V2, also Vatikan II, eine unfehlbare Geschichte? Nein. Nämlich, die sagen selber, als unfehlbar definiert ist eine Lehre nur anzusehen, wenn dies offensichtlich feststeht. Nun müsste man ja in erster Linie erstmal selber die Frage beantworten, was genau ist, warum in Vatikan II als unfehlbar anzusehen, beziehungsweise was steht da offensichtlich fest? Und fest steht, dass es keine einzige Aussage von Vatikan II gibt, die mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit verkündet wurde, auf Vatikan II oder im Nachhinein irgendwie. Ganz im Gegenteil. Also in der Bringschuld steht sowieso Schüller. Und diese Bringschuld erfüllt er schon mal gar nicht. Er sagt gar nicht, weswegen welcher Satz als unfehlbar anzusehen sei und wo ich dann diesen Satz, diesen angeblich unfehlbaren Satz geleuchtet haben soll. Also das ist eine totale Lüge. Schüller ist ein Lügner, ein ganz bewusster Lügner in einer äußerst schwerwiegenden Sache. Ich habe schon eine ganze Menge über Schüller veröffentlicht, Videos, Texte. Ich habe Schüller darüber informiert, ich habe die Staatsanwaltschaften darüber informiert
Und Schüler hat sich nie dazu geäußert, hat auch nicht irgendwie gegen mich Anzeige erstattet wegen Verleumdung oder Beleidigung, so ein Krempel. Also, und wenn er es tun sollte, das beeindruckt mich alles nicht. Da müsste schon mehr kommen als mit irgendwelchen Pistolen oder Granaten oder so. Davon lasse ich mich nicht umbiegen. So, also wie gesagt, Schüler ist in der Bringschuld, er hat sie nicht erfüllt. Jetzt kann ich aber beweisen, dass die V2-Gruppe selber mehrfach immer und ausschließlich erklärt hat, dass Vatikan II nicht unfehlbar ist. Also ein paar Beispiele. Ich habe mehrere schon an verschiedenen Orten genannt. Ein Buch, was wohl jeder kennt, der sich mit V2 beschäftigt, ist das kleine Konzilskompendium von Karl Rahner und Herbert Vorgrimler. Und da heißt es, in der Einleitung zur sogenannten dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, Dei Verbum. Der endgültige Text, also von Dei Verbum, ist eine dogmatische Konstitution. Das Konzil wollte zwar keine neuen Dogmen definieren, aber seine dogmatischen Konstitutionen stellen Aussagen des höchsten Lehramtes der katholischen Kirche dar, die das Gewissen des katholischen Christen, auch der Lehrenden, binden und nicht als pastorale Erbaulichkeiten abgetan werden dürfen. Also, keine Dogmen. Also, wer das leugnet, kann alles nach V2-Logik auch unmöglich Heretiker sein. Wie gesagt, kennt jeder, kleines Konzilskompendium von Rahner und Vorgrimler. Dann ein anderes Buch, was wohl auch ziemlich bekannt sein dürfte, ist das Zweite Vatikanische Konzil aus dem Verlag Wort und Werk in Köln. So, das ist auch eine Sammlung mit den gesamten Texten. Und da sind auch Einleitungen dazu. Und da gibt es im Vorwort beziehungsweise in dieser Einleitung die Zusammenhänge, einen Abschnitt über Einmaliges in der Konziliengeschichte. So. Und da werden also verschiedene Unterschiede zu früheren Konzilien genannt, also zu den katholischen Konzilien halt. Und da heißt es dann, nur dieser Unterschied soll und muss im Rahmen des vorliegenden sehr summarischen Überblicks noch eigens herausgestellt werden, weil er auch dem Einberufungspapst besonders kennzeichnend erschien. Der Einberufungspapst also war Roncalli, also der Simonus Ioannis der 23. Das Zweite Vatikanum war im Gegensatz zu den meisten früheren Konzilien weder zur Verurteilung von Irrlehren noch zur Behebung innerkirchlichen Missstände noch zur Definition neuer Dogmen bestimmt, sondern erhielt von der ersten Vorbereitung an eine ausgesprochen pastorale Zielsetzung. So, wie gesagt, auch ein ziemlich bekanntes Buch und auch hier ausdrücklich gesagt, nein, keine Dogmen. Dann ein Buch von jemandem, der heißt Josef Ratzinger. Mittlerweile nennt er sich gerne auch mal Benedikt der 16., warum auch immer. Und der hat also hier eine Aufsatzsammlung, das Neue, neu ganz groß geschrieben, Volk Gottes. Und da heißt es, danach ist zunächst klar, dass eine eigentliche Dogmatisierung, durch welche eine Aussage zum Gegenstand der Fides Divina et Catholica, also des göttlichen und katholischen Glaubens, erklärt wird, nur da vorliegt, wo das ausdrücklich gesagt ist. Das ist von dem von uns analysierten Teil des Textes, also hier geht es um die Kirchenkonstitution, auch sogenannte dogmatische Konstitution, nirgends der Fall. Also enthalten sie kein neues Dogma. So, also egal was man nimmt, es gibt nirgends eine Aussage, dass Vatikan II eine Fehlbarkeitsgeschichte wäre, irgendwie ein Anspruch da wäre bezüglich Dogmenverkündung. Und niemand darf deswegen als Heretiker bezeichnet werden, wenn er Vatikan II nicht annimmt.